Entschuldigung, man sagt das Wort Pipi nicht. Außerdem ist es ein Rehbogen zu sehen. Ich muss mal gucken, ob der sich auch ganz bildet. Da bin ich jetzt mal gespannt. Geht er jetzt. Ja, lol. Die andere Seite ja auch. Zweite Hälfte davon. Mal quer machen. So. Ich glaube, die Weite müsste reichen. Nein, die reicht nicht, die Weite. Ach Mist. Ich glaube, das muss reichen. Ich habe jetzt mal eine ganz andere Taktik. Drei, vier. Kadabra, so, jetzt geht's los. Es scheint fast ein ganzer Rehbogen zu sein. Jetzt habe ich das hoffentlich jetzt, die Aufnahme jetzt ein bisschen, nennt sich das. Mom, guck mal, wie schön der ist. Oh, ein schöner Rehbogen sieht man auch nicht in alle Tage. Jetzt mache ich mal eine Weitaufnahme. Ich würde den Kindern sagen, dass das ein Rehbogen da oben ist, aber ob die den sehen, ist doch eine Frage. Ja, dreimal darfst du raten. Fängt mit B an. Da sind zwei. Wo sind zwei? Da komm mal nach, wie schnell. Ach, hier ist noch ein Punkt. Doch, sind zwei, du hast recht. Zwei Stück. Hat dir der Film gefallen? Mhm. Kann man sich den auch bei YouTube angucken? Weil ich habe jetzt den Schluss nicht gesehen, weil ich hier diesen, wie heißt das nochmal auf Englisch, Rainbow aufnehme. Ja, das ist jetzt diese Reise. Kein seltener roter Regenbogen. Das ist jetzt ein normaler Regenbogen, was ich da sehe. Für definitiv ist er trotzdem, wie gesagt, sehr wunderschön.
Hey. Der fängt kurz davor an, sich ganz zu bilden. So ein Glück haben wir noch nie. Ah, haben wir schon ein paar Mal Glück gehabt. Ja, Mann, wie kann da sowas entstehen? Das hätte ich gar nicht. Luftfeuchtigkeit. Eine Schönheit da oben, ne? Das, liebe Leute, auf den Todestag von meinem ehemaligen Hasen. Abends einen Regenbogen zu sehen. Und da hinten wunderschöner Abendhimmel. Zwei Fotos davon. Davon zwei Fotos. Das ist doch zu sehen, ich glaube es nicht. Wunderschön. Echt stolz. Und ich bin wirklich in der Lage, näher ran zu zoomen mal. Oh. Kommt jetzt der ganze Bogen Vorschein, echt? Wünsche ich allen einen schönen Abend. Der geht jetzt langsam weg. Es hat sich jetzt gelohnt, ihn aufzunehmen. Bis dann, Freunde.